Schauen Sie mal, wenn man hier auf die Rückwind den kleinen Emil sieht, so fröhlich und ausgelassen tanzen, da glaubt man nicht, dass sich eine Familientragödie dahinter verbirgt. Seit 3 Tagen ist der kleine Junge verschwunden, und zwar verschleppt von seinem Vater. Wo ist Emil? Seit Dienstag fehlt von dem Dreijährigen jede Spur. Die Kripo in Stuttgart geht davon aus, dass Emils Vater, ein Norweger, den Kleinen nach Norwegen entführt hat. Für Emils Mutter Farina Berntsen sind es die schwersten Stunden ihres Lebens. Die 31-Jährige sagt, ihr Ehemann Fredrik und ein Unbekannter hätten ihr am Dienstag auf diesem Parkplatz in Stuttgart aufgelauert. Ich habe nur einen Emil geschnappt und bin irgendwie halt weg von diesem Mann und bin halt Richtung zu den Autos, was natürlich blöd ist, weil da kommt man ja nirgends hin. Und dann ist er auch schon, haben die beide angefangen zu rennen und haben mich gepackt. Und er hat am Emil gezogen und ich habe am Emil gezogen und ich habe ihn nicht losgelassen. Und er hat so mit so einer Wucht gezogen, dass wir beide hier auf dem Boden gelandet sind. Also sind beide auf dem Boden gestürzt. Und ich habe ihn aber trotzdem noch festgehalten. Und er hat mich aber dann hochgezogen und mit dem Kopf gegen das parkende Auto geschlagen. Und dann wurde es mir schwarz vor Augen und dann habe ich wohl automatisch losgelassen, also losgerannt. Den Entführern gelingt die Flucht, wahrscheinlich mit einem Leihwagen. Wohin genau der Vater den kleinen Emil bringt, ist nicht bekannt. Meine größte Sorge ist halt einfach, dass der Emil ist mit mir auf den Boden gegangen und er ist mit dem Kopf auf den Stein aufgeschlagen. Und der Fredrik weiß ja, dass nach ihm gefahndet wird. Das heißt, er wird ja nicht zu irgendeinem Arzt gehen können. Und deshalb meine größte Sorge, dass es dem Emil schlecht geht und er halt nicht ihn behandeln lässt, aus Angst, dass er halt geschnappt wird. Ein Video aus glücklichen Tagen. Die Entführung von Emil ist der Höhepunkt eines Sorgerechtsstreits, der bereits seit Monaten andauert. Emils Mutter will ihren Sohn in Deutschland großziehen. Sein Vater möchte ihn bei sich in Norwegen haben. Zuletzt beschloss das zuständige Familiengericht in Stuttgart, Emil soll sich in Deutschland aufhalten, so lange bis das Sorgerechtsverfahren endgültig entschieden ist. Rechtsanwalt Harald Weisker ist Experte auf dem Gebiet internationale Kindesentführung. Er sagt, wenn man Emils Vater finde, habe dieser schlechte Chancen, das Sorgerecht zu bekommen. Da er sich hier strafbar gemacht hat und es Auslieferungsabkommen mit Norwegen gibt, ist davon auszugehen, dass sobald der Vater gefunden wird, er in Norwegen inhaftiert wird, das Kind gegebenenfalls der Mutter sogleich übergeben wird und dann alle anderen Verfahren wegen des Sorgerechtes hier durchzuführen sind. In ihrer Verzweiflung hat Farina Berntsen zusammen mit einer Freundin einen Aufruf bei Facebook gestartet. Unter dem Titel Wer hat Emil gesehen? Wir hoffen einfach, dass es viele Menschen sehen und irgendeiner dabei ist, der den sieht. Und wenn der nur anruft und sagt, ich habe den gerade am Tisch gesehen und dem geht's gut.